Ja, grüß euch Leute, hier spricht Roborus und heute haben wir ein sehr interessantes Thema, die ich nicht so lang machen will, aber auf jeden Fall werden wir darüber reden. Und zwar geht es hier um den Golem von Prag, die ja in der Mythologie oder beziehungsweise in verschiedenen Büchern, auch in Filmen behandelt worden sind. Und ich möchte euch mal darauf hinweisen, was das sein könnte. Also das heißt, die Entschlüsselung der Geschichte von der Golem von Prag. Ihr könnt euch natürlich im Internet darüber ein bisschen euch informieren. Darum habe ich auch kein Interesse, jetzt hier alles ausführlich zu berichten, sondern es geht einfach darum, den Kernaussage euch nahe zu bringen, damit ihr wisst, um was es eigentlich geht. Es geht darum, dass ein gewisser Rabbiner in ja, vor Jahrhunderten eine Art aus Lehm erschaffenes Monster, sag ich mal, Wesen durch bestimmte Sprüche aus ihren Tora oder aus ihren Kabbala beschworen haben mit Zahlen und Symboliken. Ihr wisst selber, in Kabbala oder auch im jüdischen Tora sind die Zahlen und die Buchstaben etwas Wichtigeres. Und dieser Rabbi Löw damals hat versucht, der ja sein Volk verfolgt worden ist, damals in den Zeiten war ja öfter so der Fall, dass die Menschen jüdisches Glaubens verfolgt und was weiß ich was. Und darum ist nach der Geschichte, hat dieser Rabbi ein Wesen erschaffen, um die jüdische Gemeinde zu schützen, Leute. So, und die fragt man sich natürlich am Ende, um was genau geht das dann? Wie geht das denn eigentlich aus Lehm etwas zu erschaffen? Und das sind natürlich schon immer wieder Symboliken, Leute. Es sind alles Symboliken, das in der Geschichte mal weitergegeben wird. Aber was dahinter steht, ist noch viel Interessantes, weil ich würde euch gleich aufzeigen, was genau dieses Golem sein soll, beziehungsweise was wirklich dahinter steht, Leute. Und darum gehen wir direkt auf das wichtigste Punkt. Und zwar gibt es ein Wort, es nennt sich Egregor, ein sehr wichtiges Wort, das bei vielen Okkulten, beziehungsweise auch bei bestimmten Ritualen verwendet wird, dieses Wort. Und zwar geht es darum, dieses Ansicht, dieses Etwas, das Egregor sich nennt. Das ist richtig interessant, weil da geht es darum, dass eine bestimmte Gruppe mit Hunderten, Tausenden Anhängern, was auch immer, durch bestimmte Vorgänge, Gedankengänge, das heißt, wenn sie sich auf bestimmtes etwas konzentrieren, dann sind die in der Lage, aus diesem Ort, aus diesem Feld, ich sage mal so, ich stelle euch mal vor, ich habe ja immer in meinen Theorien gesagt, dass wir uns ja so in einem Computerprogramm befinden, das durch Energien belebt wird. Und diese Leute, die das Geheimnis kennen, wissen, dass das möglich ist, wenn eine bestimmte Masse von Menschen, was auch immer, es erreicht, ihre Gedanken auf ein bestimmtes Ziel zu projizieren oder etwas zu verlangen, dann wird das auch wahr. Es wird rechtlich wahr. Das heißt, aus diesem Computer entsteht, wenn man in einem bestimmten Gedanken aus dem Computer führt, etwas Reales. Das heißt, nur durch Beeinflussung bzw. eine bestimmte Masse von Menschen, deren Gedanken auf ein bestimmtes Etwas gerichtet sind, zum Beispiel, die wollen einen dritten Weltkrieg oder die wollen das und jenes, dann ist es möglich, dieses etwas herbeizuführen. Stellt euch mal vor, es gibt verschiedene Varianten dieser Welt und die anderen Varianten sind, sagen wir mal, gespeichert im Computer. Und wenn man sich darauf konzentriert, ist es möglich, diesen kleinen Teil, was sozusagen, sagen wir so, die wollen einen dritten Weltkrieg, dann konzentriert man sich, dann werden die Menschheit beeinflusst, sagen wir mal so. Je mehr Menschen daran glauben, desto mehr ist es möglich, diesen Teil hier auf diese Welt zu bringen und Tatsache zu machen. Und darum geht es hier. Es geht hier darum, dann zum Beispiel zum Beispiel dieser Egregor-System darauf sich beruht, Menschen zu beeinflussen, innere Gedanken auf eine bestimmte Phase einzurichten und somit etwas zu schaffen, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist, Leute. Und wenn man das Geheimnis kennt, das heißt, ich sage nochmals, Leute, es geht hier nicht darum, ob man Christ ist, ob man Islam oder Moslem ist oder hier Jude ist. Es geht nicht darum. Die Menschen, die dahinter stehen, das heißt, es sind weder Jude, Christ, was weiß ich was, es sind Satanisten. Diese Satanisten, die das Geheimnis kennen, haben sich natürlich in den Religionen versteckt und haben dadurch die Möglichkeit, geschützt zu werden. Und die
haben die Möglichkeit, da die das Geheimnis kennen, die Menschheit so zu beeinflussen durch ihre Medien, durch Zeitungen oder sogar hier im Internet, um die Menschen auf eine bestimmte Richtung zu bringen. Das heißt, wenn die ganze Zeit zum Beispiel über den Dritten Weltkrieg quatschen, so auch wenn es in alternative Medien kommt, ja, das kann nicht passieren, dass der Mensch konzentriert sich auf dieses Ereignis. Da werden Bücher geschrieben, da kommen irgendwelche Leute, die das sagen, der Dritte Weltkrieg ist unauswendbar. Und was passiert dann? Durch den Gedanken des Menschen, was man hier sozusagen beeinflusst, haben die Möglichkeit, aus diesem Speicher, wo alle Ereignisse gespeichert sind, in verschiedenen Varianten herbeizuholen. Das heißt, wenn man das Geheimnis hier kennt, zum Beispiel, ist ganz einfach ausgedrückt, wenn diese Leute ein Sonderapokalypse wollen, dann müssen die den Menschen so beeinflussen, dass deren Gedanken auf diese Richtung fällt und dann gibt es dann Sonderapokalypse oder hier eine Alien-Invasion und sowas. Wenn man die Menschen beeinflusst durch die Medien, dass die Menschen anfangen jetzt hier an diese Dinge zu glauben, dann wären deren Energien auf einem bestimmten System so beeinflusst, dass dieses Ereignis auch passiert. Und genauso ist das auch mit diesem Golem von Prag. Da wurde hier nicht aus Leben irgendwas erschaffen, sondern da wurde aus den Gedanken der Menschen so beeinflusst. Das heißt, eine bestimmte Gruppe hat ganz halt so daran gedacht und sozusagen. Und dadurch ist dieses etwas entstanden. Und das ist ja keine Zauberei oder sowas, das ist wirklich so, Leute. Gedanken, der Mensch allgemein ist ja mit so einem Computer verbunden. Und wenn man das Wissen hat, wie man das beeinflussen kann, ist es auch möglich, diese Ereignisse herbeizuführen. Ihr müsst euch schon mal vorstellen, Leute, die Satanisten, die das ganze Wissen haben, die unter uns weilen und überall sitzen, Leute, die kennen diese Geheimnisse. Die sind ja eigentlich auch nichts. Die sind ja wertlose Parasiten eigentlich. Ne? Die sind wertlos, als ihr euch vorstellen könnt. Darum hassen die echte religiöse Menschen, ob die jetzt Moslems sind oder Christen oder was weiß ich was, oder Buddhisten, richtig gläubige Menschen werden von denen so wie möglich umgebracht und was weiß ich was, weil sie wissen, wenn die Menschheit anfängt, Gutes zu denken, dann wird auch Gutes passieren. Und darum versuchen die mit aller Kraft nur das Böse herbeizuführen. Und das schlimmerweise, wenn es bestimmte Perioden sind, wo wichtig ist für sie, bestimmten Zeiten, bestimmten Tage, bestimmten Sternkonstellationen, dann machen die genau etwas, was unvorstellbar ist, Menschenopfer. Das heißt, Menschenopfer in dem Sinn, dass sie Kriege provozieren, wo dann hunderte, tausende, Millionen Menschen sterben, deren Energien werden verwendet, um bestimmte Ereignisse auf dieser Welt herbeizuführen. Das heißt, die Satanisten kennen das Geheimnis über das ganze Jahr, Leute, ne? Und es ist jetzt nicht so, wie jetzt in einem Science-Fiction-Film Aliens sind unter uns und dann reagieren die oder was weiß ich was. Nein, es ist so, dass jeder von uns, ob es Aliens, Menschen, was auch immer, in dieser Simulation beinhaltet sind. Und das Wichtigste dabei ist, Leute, wenn man das Geheimnis kennt von allem hier, ist das unglaublich. Das heißt, dieser symbolische Golem von Prag war eigentlich nichts anderes als eine Art Zeremonie, wo aus bestimmten Gruppierungen Gedanken verbreitet worden sind und diese Gedanken haben sich konzentriert und aus ihnen wurde sozusagen etwas erschaffen. Darum ist die Symbole, es wurde etwas erschaffen. Das heißt, wenn die Satanisten ihre neue Weltordnung haben wollen, ihre neue Welt, was weiß ich, was sie haben wollen, dann müssen die versuchen, die Menschheit hier in diesen Bereichen zu schicken. Und diejenigen, die das nicht wollen, natürlich müssen die durch ihre Technologie haben, die Möglichkeiten, die Menschen impfen, sag ich mal, haben die Möglichkeit, diese sozusagen zu kontrollieren. Es ist etwas Unglaubliches, was hier ist, Leute. Aber wer das Geheimnis kennt, wer die Computeranlage kennt und das Geile ist an der ganzen Sache, wenn ich das sagen darf, sie sind sogar imstande, die Menschen so zu beeinflussen, dass sie selber davon nichts Ahnung haben. Das heißt, ihre Medien, wo sie jetzt sozusagen die Welt beherrschen, diese Satanisten, ne, hat man dadurch die Möglichkeit, Menschen so zu beeinflussen, was man sich vorstellen, durch Hollywood-Filme, durch bestimmte Dinge. Und dadurch haben die Möglichkeit, ihre Welt hier einzubringen, dass ihre Welt verwirklicht wird. Aber ihr habt die Möglichkeit, durch euren Gedanken, durch euer Dagegen zu steuern, habt die Möglichkeit, das zu verändern, Leute. Darum geht es hier einfach. Diese Welt ist vorbestimmt, diese Welt, in der wir uns existieren, ist genauso wie man halt eben gesagt hat, wie das alles funktioniert, aber es ist auch möglich,
durch Dunkel- und Lichtwesen, die ja agieren, das sag ich mal so total blöd, hat man die Möglichkeit, diese Welt durchaus in positive Sachen zu verändern. Und natürlich wollen die Satanisten das natürlich nicht, weil sie sind ja eigentlich auserwählt für diese Welt, diese satanistischen Missgeburten. Und darum versuchen wir alles, um die Menschheit in bestimmte Richtungen zu locken, zu schicken, damit deren Pläne offenbart werden. Leute, nochmals, diese Welt, in der wir uns befinden, ist eine Totenwelt. Eine Totenwelt, das für eine bestimmte kurze Zeit Bestand hat. Und darum muss man versuchen, wenigstens diese Totenwelt für die nächste Zeitschleife sich so zu ändern, dass man ein besseres Schicksal hat, sage ich mal. Ne? Und die wissen das. Die machen alles, damit ihr Welt aufgebaut wird. Das Geheimnis hängt davon. Das Ganze ist so, dass diese Computeranlage, diese künstliche Intelligenz einfach schnell beeinflussbar ist. Das heißt, diese Satanisten, die die Welt beherrschen, was machen die? Die morden, zerstören und geben dann die Schuld auf andere unschuldigen Bevölkerung. Und diese Computeranlage sieht das und er kann ja das Gute und das Böse leider nicht entscheiden und deswegen tut das genau das, was tun muss. Er vernichtet die falschen Leute. Ne? Das heißt, wenn die jetzt hier die Satanisten aus ekelhaften Art Leute ausrotten, umbringen und dann auf andere Schuld geben, dann macht das auch der Computer, weil er kein Gewissen hat, in dem Sinne, dass er kein das Gute oder Böse nicht entscheiden kann, unterscheiden kann. Und die Satanisten kennen das Geheimnis. Die wissen über die Zeitschleife Bescheid. Die wissen genau, wie, wann, wo, wie sie kommen. Und dann haben sie sogar Möglichkeit, ihre Programme mit voller Bewusstsein in anderen Körpern, in anderen Zeitaltern zu transportieren. Also das heißt, zu downloaden, was sage ich auch immer. Ne? Also diese Welt, in der wir uns befinden, ist mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und diese ganzen Ideen über schwarze Magie oder okkulte Magie ist eher am Ende ist das eher technische Sache. Da könnt ihr auch schwarze Magie oder weiße Magie benennen, aber dieses Feld, das hier existiert, ist eigentlich ein neutrales Ding und das kann man manipulieren. Das heißt, man sagt ja nicht umsonst, positive Gedanken führen zu positiven Sachen, Leute. Und genau so ist das. Weil der Mensch allgemein wird von dieser neutralen Energie belebt. Das heißt, wenn euch gut geht und was machen die anderen? Das böse Seite versucht dann durch Medikamente und durch bestimmte Beeinflussungen des Persönlichkeit eure positiven Gedanken, eure Neutralität sozusagen auf das Negative zu ziehen und dadurch haben die Kontrolle über euch, Leute. Ne? Und das Schlimme dabei ist nur, dass der Mensch überhaupt keine Ahnung davon hat. Ich kann ja verstehen, dass sie keine Ahnung davon haben, weil die sind ja so in den Medien, die sind so von dieser Außenwelt so beeinflusst, dass die überhaupt gar nicht wissen, was los ist, Leute. Und wenn man diese Welt heute sehen, diesen ganzen Ding, was hier passiert. Und diese Leute versuchen genau auf das, was sie wollen. Ihre neue Weltordnung, ihre zukünftige Paradies, ihre zukünftige Welt. Die bereiten sich auf ihre zukünftige Welt vor, diese Satanisten. Und wenn sie das machen wollen, müssen sie genau ihren Fahrplan durchboxen, indem man dann Milliarden auslöscht und komischerweise der Mensch, der ist so beeinflusst, dass er nicht mehr merkt, dass der neben sich der Bruder oder die Familie umgebracht wird und dem ist das scheißegal, Leute. Und das ist das Fehler. Die haben die Menschen durch ihre Medikamente, durch ihre ganze Technologie so abgestumpft, dass der Mensch einfach alles egal ist. Das heißt, die haben ihr Herz. Das Herz haben die abstumpfen lassen. Und das ist leider das Geheimnis dabei. Nochmal zum Schluss, der Golem, beziehungsweise die Mythologie oder die Gedanken des Golem, das von einer Machenschaften, beziehungsweise von einer bestimmten okkulten Gruppe erschaffen worden ist, hat es jetzt ja nicht damit zu tun, dass sie aus Leben erschaffen worden sind, sondern mit Gedanken. Wenn eine Gruppe sich auf eine bestimmte Tatsache konzentriert, wird das auch richtig wahr, Leute, ne? Ist kein Mist jetzt hier, ist wirklich so. Das heißt, die haben im Stande durch bestimmte Methoden, nochmal Methoden, dieses Feld, wo alles gespeichert ist und bestimmte verschiedene Varianten da drin existieren, eine dieser Varianten für ihren, was sie wollen, herbeizuzaubern, Ausführungszeichen. Und dafür brauchen die den Menschen, weil der Mensch ist mit jedem verbunden, mit dem Computer, alles rum dran. Und wenn man das Geheimnis kennt, kann man alles hier machen, was man will, Leute. Und es geht immer wieder um die Masse. Das heißt, wenn eine bestimmte Masse erreicht ist, passieren auch diese Dinge. Und darum
brauchen ja auch die Menschen dafür. Und darum versuchen die, den Menschen unter Kontrolle zu halten. Darum versuchen die, durch bestimmte Technologien des menschlichen, den menschlichen Willen bzw. den menschlichen Entscheidungsdrang zu kontrollieren und somit ihr eigenes Interessen durchzuboxen. Und das ist eigentlich das Geheimnis, Leute. Mehr ist das nicht. Die ganzen Geschichten, zum Beispiel jetzt von der Bibel lesen, Adam wurde auch durch Leben erschaffen, bla bla bla, mit Gottes Atem. Es ist genauso das gleiche Geschichte wie mit diesem Golem aus Prag, eine Art Frankenstein-Ersatz, der dann die Menschen schützen sollte. Und wenn man jetzt über schwarze Magie oder Hexerei redet, diese ganzen Geschichten sind wahr, Leute. Aber auf einer nicht okkulten Thematik, wenn man das ein bisschen moderner sieht, ist das wie so eine Art hohe Technologie. Stellt euch mal vor, wir leben in einem Computersystem und man kennt bestimmte Codes oder Cheats, das nennt sich, das heißt bestimmte, bestimmte Codewörter, und wenn man das hier ausführt, dann macht das der Computer auch. Und genauso ist das auch hier, Leute, ne? Diese schwarze Magie mit ihren ganzen Gedöns, wenn die anfangen, irgendwelche Zaubersprüche machen, ist ja nichts anderes, als dass man irgendwelche Daten in den Computer sendet und dieser Computer ohne Wissen, ohne richtige Gut und Schlecht Gewissen macht das auch. Mehr ist das ja nicht. Die Zauberei ist nichts anderes, als wenn man bestimmte Codewörter für den Computer kennt und damit aus ihm etwas erschaffen lässt, Leute. Da wir alle am Ende in einer Simulation leben, in einem großen Holodeck-System, in dem wir uns befinden, dann ist das eigentlich ein ganz einfaches System. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt das so einigermaßen verstanden, was ich sagen wollte. Das Video soll nicht so lang werden. Bis dann und ciao.